Wir leben Wrestling. Sind Cody Rhodes und The Elite noch befreundet? Die Doku American Nightmare Becoming Cody Rhodes erscheint am 31. Juli auf Peacock. Diese Woche gab es aber bereits die Vorpremiere in Atlanta. Cody Rhodes sprach dabei mit Fightful Select über sein Verhältnis zu Kenny Omega und den Young Bucks. Trotz aller Gerüchte sei das Verhältnis noch immer sehr gut. Mit den Young Bucks habe Cody regelmäßigen Kontakt. Für die Doku sei es Cody sogar erlaubt worden, Aufnahmen aus der Being the Elite YouTube-Serie zu verwenden, ohne welche die Doku laut Rhodes gar nicht möglich gewesen wäre. Er werde für immer mit Kenny Omega und den Young Bucks verbunden bleiben, so Rhodes. AEW und WWE kämpfen um Talent. Laut dem Wrestling Observer Newsletter ist man auch bei WWE an einer Verpflichtung von Rouge interessiert. Wie lange sein AEW-Vertrag noch gilt, ist nicht bekannt. Bei AEW scheint man ihm aber eine Menge Geld für eine erneute Vertragsunterzeichnung versprochen zu haben. Laut Bericht müsste WWE Rouge auf Main-Roster-Niveau bezahlen. Niemand bei NXT verdiene so viel, wie AEW ihm zahlen würde. Rey Mysterio verliert seine Maske, allerdings nur als Actionfigur. WWE bringt zum ersten Mal eine unmaskierte Figur von Mysterio auf den Markt. Das hat der Spielzeughersteller Mattel auf der Comic-Con in San Diego verkündet. Rey Mysterio war 1999 für die WCW kurzzeitig ohne Maske aktiv. Die Figur ist an diese Phase seiner Karriere angelehnt. Wer sollte zur neuen Wyatt-Family gehören? Wie Fightful Select berichtet, gab es bei WWE die Pläne, eine neue Wyatt-Family ins Leben zu rufen. Das Stable soll neben Wyatt folgende Mitglieder vorgesehen haben: Bo Dallas als Uncle Hody, Alexa Bliss und Eric Young. Die Pläne sollten nach WrestleMania 39 umgesetzt werden, Wyatt fällt seither aber gesundheitsbedingt aus und Eric Young reichte kürzlich seine Kündigung ein. Grund dafür sind, wie wir bereits berichteten, moralische Bedenken wegen der Rückkehr von Vince McMahon. Young steigt inzwischen wieder für Impact in den Ring.